Kapitel 8. Besserung geloben und Besuch empfangen. Harrys Sicht. Nach dem Tee machten sie einen langsamen Spaziergang durch den Garten und erklommen auf Harrys Wunsch hin ein Stück von Foxhill, der Anhöhe, auf der das Gemälde von Harry und Draco angefertigt worden war. Es war Mai, die Natur war erblüht und zeigte sich an diesem Tag von ihrer schönsten Seite. Als Harry aus der Puste kam und seine Schritte unsicherer wurden, hakte sich Draco bei ihm unter. Harry war dankbar für Dracos Hilfe und wunderte sich gleichzeitig, dass er sie so einfach von seinem früheren Schulfreund annehmen konnte. Nach ein paar weiteren Höhenmetern setzten sie sich auf eine Bank und genossen die schöne Aussicht auf das Anwesen. Die Sandsteinfassade des Herrenhauses leuchtete in der Sonne in einem warmen Goldton und die grüne Parkanlage mit ihren urigen Bäumen, geschwungenen Hecken, den bunten Blumenbeeten und den romantischen Gartenteich strahlte eine fast wunderbare Schönheit und Ruhe aus. All das lag inmitten einer lieblichen Hügellandschaft, in der sich Wiesen, Felder und dichte Wälder abwechselten. Der Ort hatte eine überirdische Aura und es war sicher kein Zufall, dass Stronhänge nur wenige Kilometer entfernt lag. Harry hatte den alten Steinkreis schon auf vielen Flügen umrundet. Seine Brust füllte sich mit Stolz, all dies sein Zuhause nennen zu dürfen, seinen Besitz. Er schaute Draco an. Was musste er erst beim Anblick des Ortes empfinden, an dem seine Vorfahren seit über 1000 Jahren lebten? Harrys Augen liegen an dem scharf gezeichneten Profil des blonden Mannes hängen. Hatte Draco schon immer so ebenmäßige Züge und volle Lippen gehabt? Draco bemerkte Harrys Blick und drehte sich zu ihm. Harry widerstand dem Drang, schnell wegzuschauen. Stattdessen sagte er ruhig: »Ich möchte, dass du mir alles erzählst, was ich vergessen habe. Das, was ich bisher von unserer Beziehung gehört habe, klingt wie ein Märchen für mich. Ich meine, wie etwas sehr Schönes. Ich möchte lieber davon hören und daran denken, als an Johns Tod oder Mollys Krankheit.« Draco schaute wieder in die Landschaft hinaus. Er zögerte, sagte dann aber leise: »Es war auch zwischen uns nicht alles perfekt, Harry. Gerade im letzten Jahr nicht. Ich müsste lügen, wenn ich etwas anderes behaupten würde.« Harry runzelte die Stirn. »Erzähl es mir trotzdem.« Nach einem Räuspern antwortete Draco: Wir haben uns in den letzten Monaten etwas auseinandergelebt, Harry, was mir leid tut, denn an meinen Gefühlen für dich hat sich nichts geändert. Du warst so bedrückt. Es fing im letzten Sommer an, als Antares nach Hogwarts gegangen ist. Bei dir blieb das Gefühl hängen, etwas verpasst zu haben, das du nun nicht mehr zurückholen kannst, weil die Kinder unwiederbringlich das Nest verlassen haben. Ich muss gestehen, dass ich diese Angst nie so richtig nachvollziehen konnte und dir deshalb auch nicht so viel Verständnis entgegengebracht habe, wie ich es hätte tun sollen.« Draco starrte auf seine Hände. Harry merkte, wie schwer es ihm fiel, darüber zu reden, denn der Slytherin schien sich immer wieder nach den richtigen Worten zu suchen. »Versteh mich nicht falsch, Harry. Ich liebe unsere Kinder. Mit dir zusammen sind sie das Wichtigste in meinem Leben. Ich würde alles für euch geben. Aber ich habe in manchen Dingen einfach anders empfunden als du. Ich bin von meinen Eltern so geängelt worden und war noch als Jugendlicher so abhängig von ihrer Meinung, dass ich immer wollte, dass meine eigenen Kinder frei sind und ihren eigenen Weg gehen. Und ich habe auch nie den süßen Babyjahren nachgetrauert und gedacht, wie schade es ist, dass sie jetzt schon so groß sind. Im Gegenteil. Ich fand es immer schön, dass sie sich weiterentwickelt haben. Ich bin stolz, dass sie nun in Hogwarts sind und nicht traurig.« Draco warf einen kurzen Blick zu Harry, so als ob man sein Gesicht nach einem Zeichen suchen würde, dass dieser verstand, wie Draco fühlte. Harry verstand ihn tatsächlich und nickte, auch wenn er selbst anders empfand. Irgendwie war es ihm etwas peinlich, dass er so an den Kindern hing und im Gegensatz zu Draco nicht loslassen konnte. Vielleicht lag es daran, wie wenig Liebe er bei den Dursleys erfahren hatte und wie groß seine Angst war, seine Kinder zu vernachlässigen. Draco fuhr fort: »Und dann ist da noch meine Karriere. Ich hatte mir immer vorgenommen, mich wieder mehr um den Beruf zu widmen, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Und deshalb habe ich auch die Lehre, die durch ihre Abwesenheit entstanden ist, nicht als etwas Schlimmes empfunden. Natürlich vermisse ich sie, aber ich kann sie in Hogsmeade besuchen und mit ihnen flohen und schreiben. Und ich weiß ja auch, dass sie ihre Zeit in Hogwarts genießen, so wie ich es damals getan habe. Nachdem das Heimweh verflogen war und bevor, ja,
du weißt schon. Harry nickte. Als dann John gestorben ist und Molly die Krebsdiagnose bekam, hat dich das völlig aus der Bahn geworfen. Du hast dich total in der Arbeit gestürzt, obwohl du sie sonst so als Belastung empfunden hast. Plötzlich warst du ständig unterwegs, du... Also... Harry schaute Draco aufmerksam an und wartete. Doch Draco brach seinen Satz ab. Auf seinem Gesicht waren rote Flecken erschienen. Schließlich sagte er nur, zu Hause warst du oft müde und ich hatte den Eindruck, du wolltest von mir in Ruhe gelassen werden. Draco wich seinen Blick aus und Harry hatte den Verdacht, dass etwas ungesagt blieb. Ging es um Sex? Hatte er nicht mehr mit Draco schlafen wollen, weil er so gestresst war? Das kam ihm doch sehr unwahrscheinlich vor, angesichts. Er hatte keine Zeit, den Gedanken fortzuführen, weil Draco bereits weitersprach. Du hast dir überhaupt keine Zeit gegeben, zu trauern und zur Ruhe zu kommen. Wir haben kaum noch miteinander gesprochen, sondern viel gestritten. Ich konnte dich irgendwie nicht erreichen und bin es auch falsch angegangen. Vielleicht war ich auch einfach sauer, dass du dich so abgekoppelt hast, dich anderen Dingen zugeschwandt hast. Ich habe auch unter Johns Tod gelitten und die Kinder vermisst, weißt du. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass wir einander Halt geben würden, aber das ist nicht geschehen. Ich hatte mir mal vorgestellt, dass wir mehr Zeit für uns haben, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Stattdessen haben wir immer weniger Zeit miteinander verbracht. Dracos belegte Stimme zeigte Harry, dass er unter der Situation gelitten hatte. Und auch wenn er sich an sein eigenes Verhalten nicht erinnern konnte, tat es ihm nur leid, Draco hängen gelassen zu haben. Es tut mir leid, dass ich mich so verhalten habe, meinte er deswegen. Draco starrte weiter hinaus in die Landschaft. Es lag halt nicht mehr an dir. Du hörst das alles jetzt aus meiner Perspektive und das klingt so, als hätte ich alles richtig gemacht, aber dem war natürlich nicht so. Du weißt doch, traue nie einem Slytherin. Harry schaute auf sein Ehering, dachte an das, was Ron und Hermine ihm über seine Gefühle für Draco erzählt hatten und rief sich das Gemälde im Wohnzimmer in Erinnerung, auf den Draco und er sich so verliebt anschauten. Harry fühlte ein warmes Gefühl in sich aufsteigen für diesen Mann, der da so fremd und doch irgendwie schon ein wenig vertraut neben ihm saß. »Ich vertraue dir, Draco, auch wenn du aus deiner Perspektive berichtest.« Draco schien für einen Moment zu erstarren, den Blick noch immer in die Ferne gerichtet. Er wirkte eigenartig verlegen. Harry sah mit jeder Stunde neue Seiten an Draco. Die Schulzeit lag lange zurück, aber er war sich sicher, der Junge von damals nie so verletzlich auf ihn gewirkt hatte, wie seine erwachsene Version in diesem Moment. »Wir könnten das ja nicht ungeschehen machen«, meinte Draco schließlich und richtete nun doch seine Augen auf Harry. »Aber ich will nicht, dass es so weitergeht. Oder dass sich das wiederholt. Du erlebst das ja nun zum zweiten Mal. Ich meine, dass Antares jetzt weg ist und John gestorben ist, das ist alles wieder neu für dich. Ich möchte nicht, dass du dich wieder zurückziehst und versuchst, alleine damit fertig zu werden. Wenn du nicht mit mir sprechen kannst, dann sprich mit Hermine oder Ron oder Neville. Sie sind alle da für dich. Nur bitte, bleib bei uns und nimm dir Zeit, alles zu verarbeiten.« Draco sah ihn fast beschwörend aus seinen silbergrauen Augen an und Harry fühlte sich auf eine seltsame Weise hypnotisiert. »Du bist für die nächsten 3 Wochen krankgeschrieben. Bitte halte dich daran. Ich kenne dich. Sobald du dich wieder einigermaßen fit fühlst, möchtest du zur Arbeit zurückkehren. Nur weil du meinst, sie brauchen dich dort. Bitte tu das nicht. Bleib hier und erhol dich. Gib dir Zeit, über alles nachzudenken. Nutze diese Schonzeit für dich, für uns.« Es entstand eine kurze Pause, in der Draco auf die Erde blickte. Dann murmelte er leise, aber bestimmt, »Und ich werde auch alles tun, was nötig ist, damit wir wieder glücklich werden.« Draco schluckte und Harry ließ seine Worte auf sich wirken. Wieso hatte er sich im letzten Jahr so verhalten? Harry wusste, dass das mit der Arbeit immer übertrieben hatte und er wusste, dass er den Gedanken, dass bald auch das zweite Kind in Hogwarts sein würde, gehasst hatte. Natürlich hatte er unter Johns Tod gelitten, litt wieder darunter, aber so, wie es aus Dracos Erzählung klang, hatte Harry mit seinem Verhalten seine Ehe riskiert. Und auch wenn er in diesem Augenblick keine Liebe für den Mann neben sich empfand, so hatte er ihn ganz offensichtlich vor seinem Unfall geliebt. Wieso hatte er sich so gehen lassen und sich nicht gekümmert? Und stand das in einem Zusammenhang damit,
dass der Obwirrungszauber Draco aus seinem Gedächtnis verbannt hatte? Harry nahm sich vor, der Sache auf den Grund zu gehen und sein Möglichstes zu tun, seine Erinnerung wiederzufinden. Auf jeden Fall aber wollte er sich Dracos Bitte zu Herzen nehmen und nicht noch einmal denselben Fehler machen. »Ich verspreche dir, dass ich mich dieses Mal anders verhalten werde. Ich werde die 3 Wochen nutzen, um mich mit meiner Trauer auseinanderzusetzen und gesund zu werden. Und ich möchte dich kennenlernen, auch wenn ich bald meine Erinnerung wiederhaben werde.« Draco sah Harry überrascht an. Dann lächelte er und griff spontan nach Harrys Hand, um sie kurz zu drücken. Offenbar bemerkte er aber Harrys Befangenheit, denn er ließ sofort wieder los und murmelte nur ein »Danke, Harry«. Sie saßen noch eine Weile auf der Bank, wechselten aber nur ein paar Worte über belanglose Dinge, die ihnen gerade in den Sinn kamen. Harry fühlte sich entspannt, fast wie im Urlaub. Der Tod Johns drückte ihn auf der Seele, aber hier auf dem Hügel, inmitten der Natur, fernab von der Arbeit und durch die Ruhe, die Draco ausstrahlte, konnte er sich fallen lassen. Es war schön, hier mit seinem ehemaligen Schulkameraden zu sitzen. Eine Tatsache, die Harry unendlich erleichterte. Etwas in ihm begann zu schmelzen. Ein Klumpen, dessen er sich vorher gar nicht bewusst gewesen war. So etwas wie Angst, in einer Situation zu stecken, der er nicht entkommen konnte. Angst gegen seinen Willen, an den blonden Slytherin gebunden zu sein. Irgendwann sprach Draco eine Zeitansagezauber. »Wir müssen zurück. Es ist schon fast Abend und ich denke, dein Besuch wird bald eintrudeln.« Der Weg den Hügel hinab war etwas schwieriger als hinauf und Harry war dankbar für Dracos Arm, der ihn stützte. Am Haus angekommen, war er dennoch ziemlich verschwitzt und verabschiedete sich von Draco, um sich frisch zu machen. Draco sah ihm nach, wie er die Treppenstufen in den ersten Stock entklomm. Wahrscheinlich wollte er sicherstellen, dass Harry trotz seines geschundenen Körpers heile oben ankam. Er hatte sich offenbar einen sehr zuvorkommenden Mann ausgesucht. Harry trat gerade aus seinem Ensuite-Badezimmer und knöpfte sich sein Hemd zu, als verärgerte Stimmen von draußen aus dem Hof an sein Ohr drangen. Neugierig trat er an eins der geöffneten Fenster, um herauszufinden, was los war. Da das Schlafzimmer leicht versetzt zum Haupteingang lag, konnte er den Eingangsbereich nicht einsehen, von wo der Lärm gekommen war. Er hörte aber, wie jemand energisch seinen Namen rief. Harry erkannte die Stimme nicht, und als er sich zum Fenster hinauslehnen wollte, um auf sich aufmerksam zu machen, flog das Fenster mit voller Wucht zu. Harry schaffte es gerade noch rechtzeitig zurückzuspringen. Beinahe wäre ihm die Scheibe gegen den Kopf geprallt. Allerdings verlor er das Gleichgewicht und stürzte auf den Boden. »Was zum Teufel?« Unter Schmerzen rappelte er sich hoch und stieß das Fenster weit auf, doch das Einzige, was er noch hörte, war das Geräusch eines Apparierungszaubers. »Draco?« rief er hinunter und nochmal. »Draco!« Der Slytherin trat aus dem Eingangsbereich in den Hof hinaus und kam ein paar Schritte auf Harrys Fenster zu. »Ja?« rief er zurück. »Wer war das?« Draco kam noch ein Stück näher. »Bitte?« »Wer das gerade war, hab ich gefragt. Da hat doch jemand nach mir gerufen.« »Na, jemand von der Presse. Ich hab ihn fortgejagt.« »Ach so. Ach, danke.« »Kommst du runter?« fragte Draco. »Das Abendessen ist fertig. Ich hab Andromeda und Teddy vorgeschlagen, mit uns zu essen, da sie sowieso vorbeikommen wollten. Ron-Termine kommen auch dazu. Sie müssten gleich allein treffen.« »Bin gleich fertig«, antwortete Harry und drehte sich um. Er musste sich allerdings erst noch mal kurz auf sein Bett setzen, um sich von den ganzen Wirbel zu erholen. Verdammt, jetzt standen die Reporter schon vor der Haustür. Das hatte ja nicht lange gedauert. Harry wollte nicht belästigt werden und er wollte auch nicht, dass aller Welt erfuhr, dass er sein Gedächtnis verloren hatte. Erst recht nicht, dass jede Erinnerung an seinen Ehemann ausradiert worden war. Er konnte sich schon die hämischen und mitleidsvollen Blicke vorstellen, mit denen sie ihn und vor allem Draco betrachten würden. Harry konnte ihre Stimme förmlich hören. »Der Retter der Welt vergisst seinen Ehemann! Wie kann man nur seinen eigenen Ehemann vergessen?« »Der arme Draco, Harry hat ihn vergessen. Nur ihn, sonst niemanden. Ist doch seltsam.« Wie unangenehm würde sich das für Draco anfühlen. Wie die Presse das Ganze aufbauschen würde, wie gehässig die Leute hinter vorgehaltener Hand über Draco und ihn sprechen würden. Nein, es war besser, wenn keiner davon erfuhr. Auch besser für die Kinder. Sie würden sich nur grundlos Sorgen machen.
Entschlossen, mit Draco so bald wie möglich darüber zu reden, machte sich Harry auf den Weg ins Esszimmer. Als er das Foyer durchquerte, traten gerade Andromeda und Teddy aus dem Empfangszimmer. Eigentlich hätte er ihr Eintreffen an einer Vibration der magischen Schutzschilde spüren müssen, aber seine Magie war offenbar so erschöpft, dass ihm dafür jegliche Sensibilität fehlte. Die Ankunft des Reporters hatte er ja auch nicht gespürt. Wieso war der überhaupt durch die Schutzschilde gekommen? Schon an der Grundstücksgrenze hätte er abprallen müssen. Harry, ich bin so froh, dass es dir wieder besser geht. Wir haben uns solche Sorgen gemacht, sagte Andromeda und zog Harry in die Arme. Danach war Teddy an der Reihe und drückte Harry ebenfalls vorsichtig an sich. Ich hab auf deiner Station ein paar Mal besucht, erzählte Teddy, der gerade seine Ausbildung zum Kinderheiler in St. Mungus machte. Ich bin froh, dass du wieder bei uns bist. Das sah gar nicht gut aus. Nelly, also Heilerin Gordon, war sich nicht sicher, ob du durchkommst. Außerdem ging das Gerücht um, du hättest einen Oblivierungszauber abbekommen und Teil deiner Erinnerung verloren. Harry warf Draco einen schnellen Blick zu. Er wunderte sich, wie schnell sich Informationen verbreiteten, aber es war ja klar, dass in seinem Krankenhaus getratscht wurde. Nicht ohne Grund hatte die Presse schon Wind davon bekommen, dass ihm etwas zugestoßen war. »Ja, das stimmt. Ein Oblivierungszauber hat meine Erinnerung an das letzte Jahr ausgelöscht. Es fühlt sich wirklich seltsam an, aber die Heiler sind sich sicher, dass sie das wieder hinkriegen. Ich bin für 3 Wochen krankgeschrieben, muss aber regelmäßig zur Physiotherapie ins Mungo. Da werden sie sich dann auch um den Obliviate kümmern.« Mehr wollte Harry nicht verraten und schaute nochmal zu Draco, um ihn genau dies mit seinem Blick klarzumachen. Der Slytherin runzelte die Stirn, schien aber verstanden zu haben, was Harry ihm mitteilen wollte. In dem Moment erschien Tinky neben Harry. »Die jungen Herrschaften haben sich übers Flohnetzwerk gemeldet. Sie sind im Kamin im kleinen Salon.« »Oh, danke, Tinky. Ich gehe sofort hin.« Erfreut humpelte Harry so schnell er konnte ins Wohnzimmer und hockte sich vor den Kamin. »Hallo, ihr beiden. Wie geht's euch?« »Pah!« rief Antares. »Fröhlich doch mir, ja?« antwortete nur. »Die Frage ist doch wohl eher, wie es dir geht, Papa.« Der Ton der 14-Jährigen war vorwurfsvoll, aber Harry erkannte an ihrem Lächeln, wie erleichtert sie war, ihn wohl aufzusehen. Harry berichtete von dem Unfall, seinen körperlichen Einschränkungen und dem Gedächtnisverlust, wobei er die Sache mit Draco wie geplant ausließ. Die Kinder fanden es ziemlich witzig, dass ihr Vater sich an den letzten Monate nicht mehr erinnern konnte und machten Späße darüber, wie praktisch es sei, dass Harry den ganzen Quatsch, den sie angestellt hatten, vergessen hatte. Dann dachten sie sich peinliche Dinge aus, die Harry im letzten Jahr angeblich gemacht hatte, und lachten mit ihm über ihre albernen Scherze. Schließlich verabschiedeten sie sich fröhlich, um das Abendessen in der großen Halle nicht zu verpassen. »Tschüss und bis Samstag, Paps, wir haben dich sehr lieb. Gut, dass es dir wieder besser geht.« Harry blieb noch kurz vor dem Kamin sitzen und ließ das Gespräch auf sich wirken. Bei dem Gedanken, er wäre wirklich gestorben und hätte die Kinder allein zurückgelassen, krampfte sich alles in ihm zusammen. Harry wusste genau, wie schwierig es war, geliebte Menschen zu verlieren und ohne Eltern aufzuwachsen. Jemand öffnete die Tür zum Salon und Harry drehte den Kopf um, um zu sehen, wer hereingekommen war. Draco stand im Türrahmen. »Aber sie wären ja gar nicht alleine, wenn ich sterbe. Sie haben ja noch immer ihren anderen Vater«, dachte Harry und fühlte Erleichterung in sich auffallen. »Und Narzissa, ihre Oma. Sie haben eine echte Familie. Menschen, für die sie da sein würden. Menschen, die jetzt auch meine Familie sind. Nur habe ich sie vergessen. Von meinem Gefühl des Verlustes und der Furcht überwältigt, dass er seine Erinnerung nicht wiedererlangen würde«, sagte Harry ein wenig in sich zusammen. »Alles in Ordnung?« fragte Herr Draco und näherte sich. Harry holte tief Luft und kam zurück auf die Knie. »Ja, alles gut. Die Kinder waren gut drauf. Es war heute einfach alles ein bisschen viel.« Draco steckte Harry seine Hand entgegen. Harry nahm sie und ließ sich hochziehen. Draco hielt seine Hände länger als nötig. »Wie kann ich dir helfen? Möchtest du vielleicht lieber allein sein und in deinem Zimmer essen?« »Nein, alles in Ordnung. Ich freue mich über den Besuch.« Harry zog seine Hand weg. Sie kribbelte. Draco sah ihn prüfend an. »Du musst nicht uns zuliebe den starken Mann spielen, Harry.« »Tu ich nicht. Ich freue mich auf das Essen und die Gesellschaft.« »Gut, dann lass uns gehen. Ron und Hermine sind gerade angekommen und Lulli möchte auftragen. Du weißt doch, wie sie es hasst, wenn ihr Essen zu lange unter einem Statischzauber stehen muss.«
Bevor wir den Speiseraum betraten, hielt Harry Draco auf. »Das mit meinem Gedächtnisverlust, dass ich dich vergessen habe. Das möchte ich gern für mich behalten. Hast du schon jemanden erzählt außer Ron und Hermine?« »Nein, niemanden.« »Gut, dann kann es auch dabei bleiben, oder was meinst du?« »Glaubst du denn, sie werden es nicht bemerken?« gab Draco zu bedenken. »Ich muss es ja gar nicht lange geheim halten. Die Heiler werden doch sicher schnell eine Lösung finden. Die anderen würden sich nur grundlos Sorgen machen, wenn sie wüssten, und die Kinder würden es nicht verstehen. Ich möchte kein großes Ding daraus machen.« »Hm«, gab Draco unbestimmt zurück. »Wenn du meinst.« »Ist es dir nicht recht?« »Ich weiß nicht. Ich habe noch nicht darüber nachgedacht, aber klar, es gibt keinen Grund, die anderen zu beunruhigen, wenn die Heiler den Obliviate so bald aufheben werden. Ich weiß natürlich nicht, was Ron und Hermine schon weitererzählt haben, aber das finden wir ja gleich heraus.« »Okay.« »Wirklich?« »Ja.« »Gut.« Harry wusste nicht, warum er Draco nicht glaubte. Da lag etwas in dem Tonfall des Blonden, aber vielleicht täuschte er sich auch. Als er Hermine und Ron begrüßte, bat er sie direkt, nichts weiter zu erzählen. Sie hatten das bisher auch noch nicht getan und willigten sofort ein. Während des Essens schaute Harry mehrfach zu Draco hinüber. Der Slytherin wirkte etwas in sich gekehrt. Möglicherweise verhielt er sich in der Gesellschaft immer so. Harry wusste es nicht. Irgendwie blieb aber das Gefühl, dass Draco etwas hatte, und sein Eindruck wurde noch dadurch bestärkt, dass auch Ron und Hermine Draco des Öfteren prüfende Blicke zuwarfen. Nach dem Abendessen machte sich die Gruppe zu einem kleinen Salonklang gemütlich und wurde von Lully mit Knabbereien und Getränken versorgt. Draco schien langsam aufzutauen und Harry beobachtete unauffällig, wie er völlig unbefangen, ja sogar herzlich mit Harrys Gästen umging. Seine Freunde schienen Draco schon längst in den Kreis aufgenommen zu haben. Es war wirklich seltsam, denn das Letzte, an das sich Harry erinnern konnte, war, dass Draco Hermine als Schlammblut bezeichnete, die Weasleys verachtete und keinerlei Kontakt zu seiner Tante Andromeda gehabt hatte. Jetzt wirkte ihr Verhältnis sehr eng. Teilweise fühlte sich Harry geradezu ausgeschlossen, weil er bei einigen Anekdoten nicht mitreden konnte oder einfach nicht wusste, wie er auf bestimmte Bemerkungen reagieren sollte. So auch als Andromeda fragte, »Harry, wirst du Draco zum Geburtstag eigentlich wieder eines deiner berühmten romantischen Wochenenden schenken?« Woher sollte Harry überhaupt wissen, wann Dracos Geburtstag war? 5. Juni 1980, flüsterte seine innere Stimme. War das so? Konnte er sich tatsächlich an das Datum erinnern? Wusste er es vielleicht noch aus Hogwarts-Zeiten? Die waren über 20 Jahre her. Und wieso fühlte er sich so komisch, wenn er an Draco bevorstehenden Geburtstag dachte? Als ob er etwas Wichtiges vergessen hätte. Nun, er hatte ja auch etwas Wichtiges vergessen. Aber trotzdem... Harry merkte, dass die anderen ihn abwartend anschauten und auf eine Antwort warteten. Besonders Ron sah ihn eindringlich an, so als ob er etwas wüsste. Harry wurde immer verlegener, da rettete ihn Draco, indem er für ihn antwortete. »Da ich mir die nächsten 2 Wochen freigenommen habe, ist das jetzt hier wie ein romantischer Urlaub. Also brauchen wir kein zusätzliches Wochenende. Aber wer weiß, vielleicht fahren wir mal an den See.« Draco hatte sich neben Harry auf das Sofa gesetzt und seinen Arm auf die Lehne hinter Harrys Nacken gelegt. Als die anderen abgelenkt waren, brachte er sein Gesicht ganz nah an Harrys Ohr und murmelte. »Wenn du den Schein wirklich wahren möchtest und nicht willst, dass sie denken. Wir hätten uns gestritten, dann müssen wir schon ein wenig zärtlicher zueinander sein. Andromeda und Teddy werden es seltsam finden, dass du dich nicht mehr so, betüdelst wie sonst. Erst recht, wenn man bedenkt, dass ich dich fast verloren hätte.« Dracos Atem strich sanft über Harrys Hals und Dracos Geruch stieg ihm in die Nase. Er roch nach einem herben Aftershave, aber auch noch ganz leicht nach Schweiß, und dann war da noch eine Note, die ihm seltsam vertraut vorkam. Allem in allem löste Dracos Geruch in Harry den Wunsch aus, tief einzuatmen. Harry schluckte und nickte zustimmend, auch wenn ihm der Gedanke etwas unangenehm war und verunsicherte. Natürlich hatte er nicht daran gedacht, dass sie das liebende Pärchen spielen mussten, wenn keiner von dem Ausmaß seines Gedächtnisverlustes erfahren sollte. Draco schien kein Problem mit der Rolle des vertrauten Ehemanns zu haben. Bevor er sich zurückzog, berührte er mit seinen Lippen ganz leicht Harrys Hals, auch wenn sich Harry augenblicklich versteifte. So fühlte er doch gleichzeitig den Drang, Draco noch mehr von seinem Hals anzubieten. Es war wirklich unglaublich, wie sehr sein Körper auf den fremden Menschen ansprang. Wann hatte er wohl das letzte Mal Sex gehabt?
War er vielleicht ausgehungert? Hatte Draco am Nachmittag nicht angedeutet, dass sie in den letzten Zeiten nicht mehr im Bett waren? Oder hatte Harry da zu viel reininterpretiert? Draco berührte Harry im Laufe der nächsten Stunden immer wieder ganz unbefangenerweise. Er lehnte seinen Arm auf Harrys Oberschenkel ab, spielte kurz mit seinen Nackenhaaren oder drückte beim Aufstehen einen leichten Kuss auf Harrys Scheitel. Harry wusste kaum, wo er vor Verlegenheit hinschauen sollte. Er war hin und her gerissen zwischen dem Bedürfnis, Abstand zu halten und Dracos Zärtlichkeiten einfach zu genießen. Er kannte diesen Menschen doch gar nicht. Andererseits war er früher auch in Bars gegangen und hatte völlig fremden Männern aufgerissen. Aber Draco war... Draco eben. Harry konnte von jetzt auf gleich die Rolle des Geliebten einnehmen. Er fühlte sich falsch an, irgendwie heuchlerisch, auch weil sein Körper nicht abgeneigt war. Hermine und die anderen verabschiedeten sich, als sie bemerkten, dass Harry zu gehen anfing und sich nicht mehr an der Unterhaltung beteiligte. Bei der Verabschiedung fragte Andromeda, ob Narcissa Harry in den nächsten Tagen besuchen würde. Sie wollte sie bei der Gelegenheit gerne zu sich einladen. Mutter weiß noch gar nichts von Harrys Unfall, gab Draco zu. Ich habe ihr noch nicht Bescheid gegeben, weil sie sich nur unendlich aufgeregt hätte und solange Harry im Koma lag, wäre ein Besuch sowieso nutzlos gewesen. Ich glaube, es ist besser, ihr das nicht vorzuenthalten und die Entscheidung, ob sie einen Besuch für sinnvoll hält oder nicht, hättest du ja selbst überlassen müssen. Meldet euch besser bei ihr, bevor sie sauer wird. Ladet sie doch zum Samstag ein, wenn auch die Kinder kommen. Du weißt, wie sehr sie vermisst. Und dann schickt sie alle zu mir rüber. Ich habe Mirja und Adi auch schon lange nicht mehr gesehen. Und ich brauche Cissys Rat. Sie muss sich meine Rosen anschauen. Sie sind von einem Pilz befallen. Granny, willst du Draco und Harry die Kinder wegschnappen? Komm, dass sie mal zu Hause sind und Narcissa noch dazu? Scherzte Teddy. Warum nicht? Du hast doch gehört, für Draco und Harry sollen die nächsten Wochen ein romantischer Urlaub werden. Da können sie keine Kinder und nervige Schwiegermütter gebrauchen. Stimmt's, Jungs? Ganz ernst war Andromedas Antwort nicht gemeint, wie Harry wusste. Bevor er antworten konnte, sagte Draco, mit den Kindern werden wir wohl fertig, aber die Schwiegermutter, da hast du völlig recht, Andromeda. Wenn Mutter kommt, schicken wir sie gleich zu dir und hoffen, dass du ihr klar machst, dass unsere zweiten Flittermochen kein guter Zeitpunkt für lange Besuche sind. Harry war froh, dass Draco ihren Standpunkt so taktvoll rübergebracht hatte. Er wollte Narcissa sicher nicht mehrere Tage bei sich wohnen haben. Er konnte sich an höchstens 10 Sätze erinnern, die er in seinem ganzen Leben mit Dracos Mutter gewechselt hatte und musste leider zugeben, dass er ihren Mann aus vollem Herzen hasste. Es war auch einer der ernsten Dinge gewesen, die er Ron im Krankenhaus gefragt hatte. Bitte sag nicht, dass Lucius mein Schwiegervater ist und wir jeden Sonntag Tee trinken. Der Gedanke allein hatte Harrys Blut in den Adern gefrieren lassen. Zum Glück konnte Ron ihn beruhigen. Dracos Vater war ein Jahr nach dem Krieg in Azkaban erstochen worden. Nachdem Harry Andromeda und Teddy zum Kamin begleitet hatte und sich umwandte, um nun auch seine beiden besten Freunde zu verabschieden, schnappte er gerade noch auf, wie Draco Hermine aufgeregt etwas zuflüsterte. Unverschämter Kerl, dass er sich erblicken lässt. Was denkt sich dieser Als Dracos Harrys neugierigen Blick bemerkte, verstummte er augenblicklich. Wer lässt sich hier blicken? Fragte Harry. Ach, nur dieser Kerl von der Presse, antwortete Draco schnell. Er warf Hermine einen Blick zu und sagte, diese Aasgeier von der Presse geben einfach nicht so schnell auf. Der von heute Nachmittag? Draco bestätigte. Ja, er war recht hartnäckig. Da nahm er Hermine in den Arm, um sie zu verabschieden, und klopfte Ron auf die Schulter. Macht euch keine Sorgen, wir kommen schon klar. Nachdem Ron und Hermine ebenfalls im Kamin verschwunden waren, standen Harry und Draco schweigend im Empfangszimmer. Ich nehme an, du möchtest ins Bett, fragte Draco. Ja, ich bin müde. Sie ging zurück in die Eingangshalle und blieben irgendwie verlegen an der Treppe stehen. Wir sehen uns dann morgen. Gute Nacht, Draco. Draco machte einen halben Schritt auf Harry zu, besann sich dann aber und nickte. Morgen um 3:30 ist dein Termin in St. Mungus. Ja, ich weiß. Wenn du nichts dagegen hast, bringe ich dich dorthin. Ich möchte sowieso noch ins Ministerium. Okay, klar, warum nicht? Also dann... Harry kratzte sich am Hals und ging langsam in den ersten Stock hoch. Er fragte sich, ob sie sonst wohl immer gemeinsam ins Bett gegangen waren, schob den Gedanken aber in eine entfernte Ecke seines Bewusstseins. Der ganze Abend hatte ihn sowieso schon irgendwie kribbelig gemacht.
Von dem wunderbaren Duft seines Bettes umgeben, kehrte Harrys Gedanken dann aber doch zu Draco zurück. Er dachte an Draco in sich gekehrtes Verhalten beim Abendessen. Überhaupt war das Slytherin erst komisch gewesen, ob verärgert oder bedrückt, das konnte Harry nicht genau sagen. Dazu kannte er ihn zu wenig. Ein weiterer Punkt, der Harry verwunderte, war, wie sehr sich Draco über den Journalisten ärgerte, der gegen Abend ins Manor gekommen war. Wieder fragte sich Harry, wie er es überhaupt bis zur Haustür geschafft hatte. Das gesamte Grundstück war gegen Fremde gesperrt und vor allem gegen die neugierigen Mitarbeiter diverser Zeitungen und Zeitschriften. Harrys letzter Gedanke galt jedoch ihrem Gespräch auf Foxhill und wie entspannt und angenehm ihr erster Tag verlaufen war. Das war wirklich etwas, das er niemals erwartet hätte.